Herzlich willkommen auf den Sprung zu Cashflow, Finanzen, Wirtschaft, Trends im Ohr. Der Buchstabe G steht heute am Programm und Sie, liebe Zuhörende, erfahren kurz umrissen, was dieser Begriff in der Finanzwelt bedeutet und was er alles beinhaltet. Mein heutiger Gast ist Experte im Wohnquadratcenter in Graz, René Wertnig. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo Martina. Ja, lieber René, dann starten wir gleich los mit unserer Begriffserklärung. Was ist denn dieses Grundbuch eigentlich? Das Grundbuch ist wirklich in früherer Zeit ein Buch gewesen, das Aufschluss gibt über Liegenschaften, Grundstücke, über die Besitzverhältnisse und über die Eigentumsverhältnisse. Wie stelle ich mir dieses Grundbuch also heute vor, wenn du sagst, das war früher wirklich ein Buch? Früher ist es wirklich in Buchform aufgelegen und dieses Buch war in verschiedene Rubriken unterteilt. Wenn man sich heute digital einen Grundbuchsauszug anschaut oder ausdrucken lässt, dann kann man grob das Grundbuch oder den Grundbuchsauszug in drei Rubriken unterteilen. Welche Rubriken sind das? Wir nennen diese Rubriken das A-Blatt, das B-Blatt und das C-Blatt. Was ist jetzt in diesen einzelnen Blättern drinnen versteckt? Ja, so im Groben kann man das so definieren, dass im A-Blatt, das ist das sogenannte Gutsbestandsblatt, herauszulesen ist, welches Grundstück oder ob mehrere Grundstücke in diesem Grundbuchsauszug zu erlesen sind. Und oftmals ist auch die Größe des Grundstücks ersichtlich. Im B-Blatt, man nennt es das Eigentumsblatt, sieht man, wer oder welche Person oder welche Personen Eigentümer dieser Liegenschaft oder dieser Liegenschaften sind. Und dann hast du noch von einem C-Blatt gesprochen. Was ist dort zu finden? Das C-Blatt ist kurz bezeichnet das sogenannte Lastenblatt, in dem verschiedenste Belastungen eingetragen werden, die jetzt eine Liegenschaft betreffen können. Was könnte so eine Last sein, die dort eingetragen ist? Also ganz klassisch, eine Belastung wäre ein Pfandrecht für ein Bankinstitut, so wie die Steiermärkische Sparkasse. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel ein Belastungs- und Veräußerungsverbot für jemanden eingetragen wird. Das heißt in weiterer Folge, dass ohne die Zustimmung dieser begünstigten Person die Liegenschaft weder belastet noch verkauft werden darf. Ich habe vorhin das vielleicht auch ein bisschen falsch formuliert, als ich gesagt habe, was ist in diesem Grundbuchsauszug versteckt. Wo kann ich denn das nachschauen, was im Grundbuch so alles drinnen steht? Das Grundbuch liegt bei den jeweiligen Bezirksgerichten auf. Wir hier in der Sparkasse, vor allem jene Kolleginnen und Kollegen, die permanent mit diesem Thema zu tun haben, haben eine Online-Anbindung an das Grundbuch. Aber als Privatperson kann ich jederzeit zum Bezirksgericht gehen und zum Grundbuchsamt und dort um Einsicht in einen bestimmten Auszug des Grundbuches nehmen. Das heißt, das Grundbuch ist also ein öffentliches Register, in das jeder, der dafür bezahlt, auch Einsicht nehmen kann. Ja, genau. Also man muss sich bewusst sein, dass ins Grundbuch jeder Einsicht nehmen kann, egal ob jetzt eine Gebühr dafür bezahlt werden muss oder nicht. Aber das ist ein öffentliches Buch und jeder, der die Adresse kennt oder die Daten des Grundbuchsauszuges kennt, kann Einsicht nehmen. Lieber René, vielen lieben Dank für diesen kurzen Abriss über das Thema Grundbuch. Wir haben heute also gelernt, das Grundbuch ist ein öffentliches Register. Es wird beim Bezirksgericht geführt. Man kann herauslesen, wem gehört das Grundstück oder die Liegenschaft, wo ist diese und wie groß ist die Liegenschaft vielleicht und welche Belastungen es auf dieser Liegenschaft gibt. Habe ich das so richtig zusammengefasst? Also besser hätte ich diese Zusammenfassung jetzt auch nicht treffen können. Wunderbar. Dann Dankeschön für deine Zeit. Sehr gerne.
Und auch Ihnen, liebe Zuhörende, danke fürs Zuhören und bis bald, wenn unser Cashflow wieder auf einen Sprung mit einem neuen Buchstaben und einem weiteren spannenden Begriff vorbeischaut.